Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu meiner allerersten Karrierevideo auf meinem Kanal. Ja, Freunde. Und zwar fangen wir heute ganz entspannt mit dem FC Sunderland an. Ich habe mal wieder ein bisschen nachgefragt, mit wem wir unsere Karriere das allererste Mal starten. Wir hatten zur Auswahl einmal Sunderland und Dynamo Dresden. Warum die beiden Mannschaften? Ganz einfach, die sind beide in der dritten Liga und ich will eine Mannschaft davon, beziehungsweise ich werde beide Mannschaften spielen, aber erstmal noch eine wollte ich halt auslosen und gucken, wer das Rennen macht. Und ich wollte die von der dritten Liga auf die erste, in die erste Liga führen. Und ja, Freunde, daher haben wir uns für den FC Sunderland entschieden. Und ja, Freunde, ich muss sagen, ich kenne halt jetzt nicht alle Spieler. Und ich kenne halt leider gefühlt nur zwei, drei Leute und der Rest ist leider mir total unbekannt. Liegt leider auch daran, dass sie jetzt leider, leider in der dritten Liga spielen und ja, nicht mehr die Spieler haben, die sie früher hatten. Ne? Ich würde mal sagen, Jordan Henderson ist der einzig bekannteste Spieler, den sie hatten, der ja auch aus Sunderland ist. Und es ist leider, leider schade, dass die Mannschaft jetzt in der dritten Liga jetzt spielt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier und will mein Bestes geben, um diese Mannschaft wieder in die BPL zu führen. Vorab nochmal kurz, Freunde, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die letzten Videos. Vielen, vielen Dank. Es werden auf jeden Fall viele weitere Videos kommen. Aber was für Videos und so, ich will halt erstmal keine Versprechung machen, sondern erstmal nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und das bieten, was ich halt kann. Nur, dass ihr damit nochmal Bescheid weiß. So, Freunde, machen wir weiter. Auf jeden Fall FC Sunderland. Also, wie gesagt, ich kann, wenn ihr jetzt was ganz Großes erwartet, dann muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Ich mache das jetzt wirklich das allererste Mal mit der Karrierefolge. Und ich muss gucken, wen wir nehmen, wen wir mit zur Saison nehmen, wen wir aussortieren. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier die Stärksten, die ich jetzt hier gespielt habe. Wir spielen klassisches 4-4-1-1 oder 4-4-2 mit einer Spitze. Und ich habe jetzt hier die bekanntesten genommen, McGeady und Will Grigg. Oder keine Ahnung, das ist ja der Typ, von dem ja ein Song geschrieben worden ist. Und ja. Auf jeden Fall das dazu. McGeady ist halt der bekannteste. Ich glaube sogar der Fanliebling, wenn ich mich nicht irre. Und ja, auf jeden Fall, wir haben noch ein sehr junges Talent. Das ist hier dieser O'Neill. Keine Ahnung, warum der jetzt Kapitän bei mir ist. Das muss ich auf jeden Fall ändern, weil McGeady ist der Kapitän. Und ja, Freunde, der Rest leider ist total unbekannt. Also ich habe jetzt wirklich diese Leistungsstarken reingetan, die wirklich viel Tempo haben und so gut es geht, Dribbling und Defense, also hinten. Und vorne halt umgekehrt. Und ja, das ist halt der Rest hier, was wir halt nochmal aussortieren möchten. Und schauen, wen wir, welche Talente wir halt hochbringen können. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Option. Und hier, ja, das war eigentlich der Stammspieler, ich weiß es nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal noch nach. Auf jeden Fall die Verträge müssen wir auch nochmal nachschauen. Ja, Freunde, und hier die Verträge nochmal, damit wir nochmal eine bessere Übersicht haben. Ordnen wir das mal kurz in die Verträge rein. Ja, und zwar, wie ihr hier seht, naja, genau ein Jahr, sind halt sehr, sehr viele Spieler, die halt jetzt nur noch einen Jahresvertrag haben. Ich werde aber die nochmal bis zum Winter austesten und gucken, wer da auf jeden Fall passen kann. Und werden dann weiterschauen. Ihr könnt natürlich auch mitentscheiden, wen wir hier behalten, wen wir verkaufen. Und ja, das dazu. Ich würde sagen, wir haben eine Turniereinladung bekommen, wie ihr vorhin auch gesehen habt. Und beziehungsweise hier im Menü. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir simulieren mal bis zum Turnier und schauen dann, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen von O'Neill. Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei FC Sunderland begrüßen.
Ich begrüße dich ebenfalls. Ich freue mich auf die Zukunft. Vor uns liegt viel Arbeit vor. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zukunft. Hört sich doch am besten an. Zufrieden, sehr schön. Und ja, dann gehen wir mal zurück. Und simulieren mal das erste Spiel. Und ja, auf jeden Fall, die Mannschaft kenne ich jetzt noch nicht so gut, bis auf Guig und McGeady und natürlich Onin. Der Rest ist mir leider unbekannt. Und ja, wir schauen mal, was uns erwartet. Ich habe gehört, also ich habe es ja auch gepostet, dass man während des Simulieren jetzt auch mitten im Spiel mitten im Spiel halt rein kann und dann das Spiel selber kontrollieren kann. Ob es jetzt stimmt, werden wir jetzt sehen. Ich weiß es noch nicht. Und ja, Freunde, das ist jetzt das Menü. Das sieht auf jeden Fall mal nice aus. Die erste Minute, was haben wir hier? Okay, Offensiv. Werte haben wir hier. Okay, Statistiken, Strategie. Also das ist die Pause. Ah, hier haben wir das noch. Eingreifen, Teammanagement, das finde ich nice. Okay, zum Ergebnis springen. Nee, das machen wir nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen was an. Also die Roten sind wir, 27. Keine Ahnung, ich habe die Nummern jetzt nicht im Kopf. Und das sieht gar nicht gut aus. Da werden wir gerade über die Flügel echt unter Druck gesetzt. Ah, sehr schön geklärt. Pass auf Maguire. Ah, war leider nichts Gutes. So, kann man denn jetzt auch wechseln? Wo kann man wechseln? Also Teammanagement. Okay. Da kann man wechseln, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Raute. So, 16. Minute, immer noch 0-0. Versuchen auf jeden Fall ein bisschen nach vorne zu kommen, aber wie man sieht, ist Wimbledon am Bunkern. Aber jetzt ist der Teampressing drin. Ah, schade. Also ich würde sagen, bis zur 60. wenn da nichts passiert, werden wir auf jeden Fall eingreifen. Ecke für Sunderland. Das sieht gar nicht gut aus. Boah, Glück gehabt. Sehr schön gehalten. Sehr schön gehalten. Ich würde mal sagen, ne, wir haben noch gar keine Halbzeit. Also es, langsam lassen die nach. Leider 1-0 für den Gegner. Ich habe es gesehen. Ne, ich werde noch nicht angreifen. Ich will noch nicht angreifen. Ne. Aber leider ist die Fitness total am Boden. Also so langsam. Und das ist gar nicht gut. So, die zweite Ecke mittlerweile. Und die Pause ruft langsam. Ah, schade. Komm schon. Ey, Mann. Schade, Freunde. Egal. Wir gehen jetzt zur Halbzeit rein, Freunde. Ich hoffe, dass wir da was noch hinkriegen können. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch mal kurz wechseln, weil einige sind hier kaputt. McGeady ist leider am Boden. Oder weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal so rein und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, Freunde, und da sind wir in der zweiten Halbzeit. Ich wollte eigentlich zur 60. rein, aber leider liegen wir hinten und so viel Zeit möchte ich nicht verschwenden. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie sich Sunderland jetzt hier spielen lässt im Offline-Modus. Auf jeden Fall ein bisschen laggy noch. Aber man merkt, CPU ist mal auf jeden Fall wieder am Point. Und versuchen uns jetzt mal langsam nach vorn zu arbeiten. Maguire auf McGeady. Spiel zu Scowen. Dobson. Also ich lerne jetzt so langsam die Mannschaft kennen. Quick ist ja klar, kennt man ja. Hume, Linksverteidiger. Macht die Außenbahn frisch. Scowen. Oh. Komm schon, einer muss ich anbieten. Sehr schön. Quick. Komm. Ah, schade. Dobson. Ah, da werden wir leider unter Druck gesetzt. Ach,
Die sind leider kaputt. Ich muss ein bisschen wechseln. Also die linke Außenbahn ist leider ein bisschen kaputt. Und leider habe ich keinen Linksverteidiger. Ach, man sieht's. So, wir tun mal. Wer hat mehr pa Tempo? Boah, Digga, haben ja gar keine Tempo hier. So. Sanderson tun wir mal auf die Linksverteidigerposition. Kann auch nie links, ne? Ist halt leider jetzt die einzige Option, die wir haben. Sanderson ist ein Leihspieler. Und ja, wir müssen die linke Seite ein bisschen frisch machen. Wir werden jetzt leider hier gerade ausgekontert. Ich hoffe, dass Dobson ihn noch kriegt. Dobson ist auch leider kaputt, aber wir kriegen ihn noch. So, wir müssen uns langsam jetzt nach vorne arbeiten. Okay, das war mal wieder gar nichts. Okay, komm, wechseln wir. Auf geht's. Sanderson muss rein. Schöner Pass auf Sanderson. Auf Guic. Guic auf Maguire. Maguire! Nein! Scone. Komm schon. Komm, Willis. Dobson. Guic! Guic! Ey, Alter, der wird total in die Zange genommen. Ja, toll. Oh Mann. Also ich habe jetzt die Schwierigkeit leider, glaube ich, vergessen. Wahrscheinlich wäre er bei Legende schon längst durch. Und dieses Turnier möchte ich jetzt nicht einfach so schenken beim ersten Spiel. Daher tue ich jetzt mal ein bisschen umstellen wieder. Wenn leider klappt es mit der Raute nicht. Ist ein bisschen lahm das Gameplay. Mal war es Guic. Komm schon, Guic. Guic! Guic macht den Ausgleich! Jawoll! Komm schon, ey. Also eigentlich ist es nicht schlecht, dass wir Sanderson hier auch auf links spielen können, aber irgendwie passt er mir nicht so ganz links. Wir haben noch 5 Minuten. Wir müssen auf jeden Fall das Spiel hier drehen. Ich habe keinen Bock auf Elfmeterschießen oder sonst irgendeinen Firlefanz. So, ich brauche hier einen zweiten Spieler. Quick ist leider tot. Sind alle tot. Pass auf Scone. Scone auf Freibahn. Wir haben das 2-1. Jawohl, Freunde. Also ich werde auf jeden Fall an der Schwierigkeit was tun, Freunde. Ich merke es gerade selber. Auch wenn die Spieler hier total tot sind, habe ich das Spiel noch drehen können. Das ist sehr, sehr nice. Und ja, auf jeden Fall sehr sympathisch, die Dudes. Und langsam lerne ich jetzt das gesamte Team kennen und nicht nur jetzt hier Guic oder McGeady. Ist auf jeden Fall sehr nice. Kurz vor Schluss das Spiel gedreht zu haben. Und ja. So, Freunde, da haben wir gewonnen. Sehr nice, sehr, sehr nice. Sunderland is on fire. Und ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben gewonnen. Wir haben die anderen abgeschlossen. Achso, ja, egal. Egal. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Wir sind jetzt gerade erstmal so in der Vorbereitungsphase. Das zweite Turnierspiel werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Das war erstmal so eine kleine Kennenlernphase. Und ich muss halt nochmal ein bisschen schauen, wen wir behalten, wen wir verleihen, wen wir verkaufen. Ist auf jeden Fall schon beim ersten Spiel sehr, sehr nice, sehr sympathisch, die Jungs. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall diese Saison. Wenn ihr wirklich Vorschläge habt, die ich umsetzen soll, schreibt es mir gerne rein. Ich bin wirklich für alles offen. Und ja, da würde ich sagen, war es das von hier. Ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt. Und wer noch kein Abo ist, ebenfalls würde ich mich auch gerne freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist alles kostenlos. Und ja, Freunde, in diesem Sinne,
Macht's gut, euer Khaled ist draußen und ciao.